Hier gibt es ausschließlich Sachen, die uns gut, also am besten schmecken. Ja, das ist ja mal ein guter Vorsatz für ein Restaurant, dass einem die Gerichte selbst am besten schmecken. Das finde ich gut. Hallo, ich bin Michi. Ich zeige euch meine liebsten Yum-Restaurants in Wien. Und heute bin ich bei Iko, wo ich mich schon auf sehr außergewöhnliches und schmackhaftes Sushi freue. Los geht's! Ich habe jetzt das große Vergnügen, mich durchzuprobieren. Ich habe hier ein Trüffel-Ei-Wachtel-Pesto-Nigiri. Hier gibt es Eco-Style-Sashimi. Sieht sehr gut aus. Hier eine Dragon Roll, das merke ich mir. Ja, das sieht doch so aus wie ein Drache. Und zu guter Letzt ein Nigiri-Flambé-Set. Das wurde flambiert, wie der Name schon sagt. Wie schmeckt es wohl, wenn es flambiert wurde? Was genau bedeutet Eco-Style? I don't know. Ich glaube, es wurde heißes Öl drüber geleert. Das kann ja nur gut schmecken. Ich meine, was kann man nicht mögen? Sashimi, Öl, zwei meiner liebsten Dinge. Das Öl rinnt in meinem ganzen Gesicht. Das ist genau dieser Genussmoment, den ich so liebe. Zu guter Letzt die Dragon Roll. Ja, was wird mich erwarten? Ist sie scharf? Sieht sie nur aus wie ein Drache? Ich weiß es nicht. Lasst es uns herausfinden. Bitte gebt mir kurz diesen Moment Privatsphäre. Sehr schmackhaft. Ich finde es eher ungewöhnlich, in Wien dann so Sushi zu essen, das ein bisschen gefinkelter ist, ja, was richtig aufwendig zubereitet wird. Und habt ihr da damals irgendwie eine Lücke erkannt? Wir waren in verschiedenen Ländern und haben dort viele Lokale ausprobiert. Dort haben wir dann das, was uns am besten geschmeckt hat, haben wir dann mitgenommen. Quasi, wir waren auf Betriebsspionage und haben das dann mit ins Eco gebracht. Ich habe zwar nicht sehr graziös beim Essen ausgesehen, aber es hat mir alles geschmeckt. Umso schöner, dass ich dann heute alleine hier sitzen darf und mich durch verschiedene Sushi-Gerichte durchprobieren darf. Es ist mein Himmel. Mein Fazit zu Iko ist 2 Michi-Daumen nach oben. Es ist natürlich hier immer sehr beliebt und daher ist das Lokal recht voll. Daher mein Geheimtipp an euch, bestellt Iko doch über Miam direkt zu euch nach Hause. Das ist gemütlicher, da könnt ihr am Sofa liegen und einfach ein bisschen Sushi probieren. Ihr könnt euch auch 4, 5, 6 Portionen bestellen und einfach genießen. Viel Spaß dabei. Dein Lieblingsgericht ganz einfach beim Miam bestellen.